Seit über 2 Jahren ermittelt der Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Bundestags zur globalen Überwachungsaffäre. Allein in diesem Jahr fanden 21 öffentliche Sitzungen statt. Und sie waren für euch bei jeder einzelnen dabei. Einen großen Applaus für Felix Betzin, Jonas Schönfelder, Daniel Lücking, Anna Biselli, Zebers und Stella Schiffcheck. Da. Hier auf der Bühne des Sendezentrums, auf dem 33. Chaos Communication Congress in Hamburg, blicken Sie gemeinsam mit euch zurück auf ein ereignisreiches Jahr 2016 im NSA-Untersuchungsausschuss. Hier ist die technische Aufklärung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technische Aufklärung. Mein Name ist Felix Petzin und ich bin stolz, hier mit der ganzen Crew zu sitzen. Danke auch für die tolle Anmoderation. Bis auf André. André kommt noch nach, ist versprochen. Ja, also ganz herzlichen Dank, dass ihr alle da seid, hier zu dieser neuen Ausgabe. Ich stelle fest, die Öffentlichkeit ist hergestellt. Yeah. Und genau für euch machen wir das ja hier auch. Aus dem Ausschuss. Bevor es bei uns richtig losgeht, würde mich ja wie letztes Jahr bei unserer Live-Show auch mal interessieren, wer von den Live-Gästen hier denn auch unser Hörer ist und den Podcast kennt. Würde ich einmal um Handzeichen bitten. Aha, Gegenstimmen in Haltung. Okay, super, ja, schön. Schön auch mal eure Gesichter zu sehen. Wer war schon mal im Ausschuss? Ja, da sind auch einige Gesichter da. Schön, ja, genau. Identisch fast. Diani, hi. Super. Ja, Jonas, Mensch, erzähl doch mal, was haben wir heute geplant in unserer kurzen Stunde? Ja, wir haben das jetzt bis eben noch in geheimer Sitzung geplant, recht spontan alles. Ja, wir wollen zum einen so einen kleinen Rückblick wagen auf das Ausschussjahr 2016 und so die unsere persönlichen Highlights oder generell wichtige Ereignisse herausgreifen. Und dann wird es am Ende noch ein Quiz geben. Das heißt, ihr seid gefragt, ihr könnt auch was gewinnen. Wir haben Preise mitgebracht und das kommt aber eben erst am Ende. Und am Ende können wir jetzt auch schon ankündigen, Klar. Wir haben nämlich ein Hörergeschenk bekommen von dem lieben Christian. Monkey Shoulder. Da sitzt er. Hi Christian, dankeschön. Genau, das ist Monkey Shoulder, das ist Whisky. Und Daniel, du wolltest doch sagen, was ist die Operation Monkey Shoulder? Ja, also da müssen wir wirklich darauf hinweisen, warum sich auf einmal dieser Whisky in dieses ganze Thema eingeschleust hat. Monkey Shoulder ist so das Äquivalent zu Voldemort im Untersuchungsausschuss. Zumindest wenn die Obleute darüber reden wollen, diese geheime Operation, die mit dem GCHQ zusammen stattfinden sollte, müssen sie sich jegliches Wort verkneifen, weil ihnen angedroht worden ist, dann explodiert alles und die Kooperation mit den Briten ist völlig dahin und Menschenleben sind in Gefahr. Und deswegen ist es so, dass jeder im Saal Monkey Shoulder kennt, nur die Obleute es nicht sagen dürfen. Ne, ganz so ist es ja nicht. Ne? Also jeder im Saal, der es kennt, wir wissen, dass es da ist, aber wir wissen ja nicht, was es ist. Wir wissen, es ist eine Operation, die läuft mit den Briten, also mit dem GCHQ und die läuft mit der NSA. Aber viel mehr darüber weiß man halt nicht. Man weiß halt, es hat 2012 angefangen und ging bis 2013 und da gab es wohl Schulungen an irgendwelchen Geräten von den Briten und dann irgendwie kurz nach Snowden wurde das Ganze gekappt, weil man halt gemerkt hat, okay, das wird jetzt ein bisschen zu heiß und da sollten wir vielleicht besser mit aufhören, bevor das auch noch rauskommt. Ja, und selbst wenn es in der Zeitung steht und selbst wenn es öffentlich diskutiert wird, nein, niemand darf darüber reden. Ja, dann steigen wir vielleicht mal in den Jahresrückblick ein. Januar, Februar, März lassen wir jetzt mal aus und zwar und kommen dann zum April. Da war nämlich die Meldung, ich habe es jetzt von Zeit Online, dass der BND und der Verfassungsschutz weiterhin Flüchtlinge befragen, um Informationen zu gewinnen. Anna, du hast doch da
dachtest eben, du könntest da was zu sagen. Genau, also wir hatten ja im Jahr 2014 die Auflösung der sogenannten Hauptstelle für Befragungswesen. Das war so eine Tarnbehörde des BND. Es zieht leicht im Ohr. Okay. Kleines Feedback hier, ja. Aber wird. Und diese Hauptstelle für Befragungswesen wurde aufgelöst, nachdem sie ziemlich zweifelsfrei enttarnt wurde, dass sie eben zum BND gehört. Und damals, zu dieser Zeit, wurde eben Geflüchteten erzählt, die vom BND gefragt wurden, der BND sei eine untergeordnete Sicherheitsbehörde des Bundeskanzleramtes. Das heißt, sie haben nicht gesagt, dass sie ein Geheimdienst sind, sondern höchstens eben erst später, wenn sie dann die jeweiligen Geflüchteten als, sag ich mal, wertvolle Informationsquelle identifiziert hatten. Aber es war klar, auch nachdem diese Stelle des BND aufgelöst wurde, sie würden damit nicht aufhören. Schon vorher hat der Verfassungsschutz das gemacht und schon vorher haben andere Landesverfassungsschutzämter das gemacht und es war lange unklar, wie jetzt weitergemacht wird. Und das wusste man auch bis vor kurzem nicht. Man wusste zwar, dass der BND noch in sehr kleinem Maße damit weitermacht, aber nicht mehr unter dieser Legende. Das heißt, er hat sich dann wohl zu erkennen gegeben und seit neuestem wissen wir, dass es seit dieser Auflösung der Hauptstelle für Befragungswesen 2014 in Anführungszeichen nur 29 Befragungen durch den BND gab, seitdem aber der Verfassungsschutz mehr und mehr diese Rolle übernimmt. Und zwar in noch einer viel krasseren Situation, in noch viel krasserem Ausmaß. Wir haben Dokumente veröffentlicht, beziehungsweise Informationen aus Dokumenten veröffentlicht, die zeigen, dass der Verfassungsschutz jetzt eben angefangen hat, Anfang Oktober nicht mehr die Geflüchteten nach ihren Erstbefragungen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu befragen, sondern direkt zum Teil in diesen Erstbefragungen mit drin zu sitzen. Und das eben auch gewollt war, dass das niemand erfährt. Das heißt, wir haben ein internes Papier aus dem Innenministerium, in dem drin steht, dass man besser nichts weiter darüber schriftlich kommuniziert, damit es nicht wieder so einen öffentlichen Skandal gibt. Und ja, leider ist der bisher auch ausgeblieben, aber wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen und gucken, was da passiert gerade. Anna, jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich. Gab es nicht auch den Grund, dass man den Geflüchteten nicht erzählt, von wem sie eigentlich gerade verhört werden, weil dann nämlich Nachfluchtgründe entstehen könnten? Wenn du nämlich nachweisen kannst als Flüchtling, ich wurde von einem Nachrichtendienst befragt, könnte das ja für mich oder meine Verwandten zu Hause in meinem Herkunftsland Probleme machen. Und darum hat man jetzt halt nicht gesagt, weil mit diesem Nachfluchtgrund sie halt nachträglich einen besseren Status hätten bekommen können. Ist das so korrekt? Oder das ist, so geht es in die richtige Richtung. Genau, das ist auf jeden Fall richtig. Das heißt, wenn natürlich bekannt wird, dass eine Person von einem deutschen Geheimdienst befragt wurde, ist das, wenn die Person in ihr Heimatland zurückgeschickt wird, natürlich ein riesiges Problem. Denn irgendwie Informationen an einen anderen Geheimdienst zu geben, ist jetzt halt nicht das, was besonders gerne gesehen wird. Deshalb können dann Nachfluchtgründe entstehen. Der BND kann aber auch selber sagen, oder die jeweilige Behörde, die befragt, kann selber sagen, hier, die Person ist so wertvoll, beziehungsweise die Informationen dieser Person sind so wertvoll, dass wir die Person gerne weiter abschöpfen würden. Das heißt, abschöpfen als Quelle, wir versuchen da mehr Informationen aus dieser Person rauszukriegen. Und das sind diese sogenannten Interventionsfälle. Das heißt, selbst wenn, sage ich mal, aus anderen Gründen ein negativer Asylbescheid zu erwarten gewesen wäre, ist der BND dann zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gegangen und hat gesagt, hier stellt der Person mal einen positiven Bescheid aus. Das war die Seidenstraße. Ja, es zischt leicht. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Nee, ich glaube, das hast du vorbei. Ganz nee, gut erklärt. Ich wollte nur was anderes dazu sagen. Und das Problem daran ist ja, wenn wir das wissen und dass das gemacht wurde, war ja nicht geheim. Es gab schon ziemlich lange vorher ganz viele Medienberichte darüber, was diese ominöse Hauptstelle für Befragungswesen sein könnte. Und natürlich fällt irgendwann auf, nachdem diese Befragungsstelle das seit Jahrzehnten gemacht hat, dass zufälligerweise eben die Menschen, die da befragt wurden und die da weiter befragt wurden, positive Anerkennungen gekriegt haben, dass natürlich auch ein gewisser Druck entsteht, dass die Personen, die dann von der deutschen Behörde befragt werden, denken, wenn ich der Behörde jetzt nichts sage, dann habe ich einen Nachteil. Und das ist natürlich eine ganz krasse Situation, in der man dann steht. Und damit werden ja Menschen auch unter Druck gesetzt, obwohl offiziell natürlich immer behauptet wird, ja, wir haben die Menschen immer auf die Freiwilligkeit hingewiesen und dass das keine Auswirkungen haben wird. Aber es ist ja total illusorisch zu glauben, dass man dann irgendwie in der Situation, in der man auf eine Anerkennung hofft, sagt, ja, ich sage der deutschen Behörde jetzt nichts und nicht davon ausgeht, dass das vielleicht einen Nachteil bringen könnte. Daniel? Ja, wir hatten von den Mitarbeitern dieser Hauptstelle für Befragungswesen ziemlich abstruse Aussagen im Ausschuss gehört. Also man hat sich darauf versteift. Es würde nur darum gehen, zum Beispiel den Brotpreis in Aleppo zu erfragen und nur wirklich ganz irrelevante Informationen, die
man eigentlich auch von woanders her bekommen könnte, würden von der Hauptstelle für Befragungswesen abgefragt oder seien abgefragt worden. Später hat sich der Ausschuss dann hin aber weiterhin dahin vorgearbeitet, dass ja zum Beispiel auch möglicherweise Handynummern abgefragt worden sind, die natürlich auch, was wir später im Jahr gelernt haben, für Zielerfassung geeignet sein kann. Und eine hochdiskutierte Erkenntnis war dann eben auch, dass zu diesen 50 Befragern, die in dieser Hauptstelle für Befragungswesen, die da eingesetzt waren, dass da auch 10 Mitarbeiter des US-Geheimdienstes, des US-Militärgeheimdienstes DIA, integriert waren. Die waren mit deutschen Papieren wohl ausgestattet und die Mitarbeiter mussten dann irgendwann auch im Ausschuss eingestehen, ja, es gab Befragungen, die sind dann nur von diesen DIA-Leuten durchgeführt worden. Wir waren nicht dabei oder wir hatten nicht die sprachliche Kompetenz. Also dass wirklich in einer deutschen Behörde dann ein ausländischer Dienst aktiv ist und quasi auch nicht zu kontrollieren ist, weil es an Fachkompetenz, an sprachlicher Kompetenz fehlt. Das hat schon ein echt gutes Geschmäckle und ich hoffe, das wird dann auch nochmal Thema, wenn irgendwann die Aussage des verdeckt angehörten Mitarbeiters der HBW öffentlich wird. Die soll nochmal als Protokoll nachgeliefert werden. Genau, das kommt ja noch. Aber vielleicht gehen wir jetzt zum zweiten Punkt weiter, denn wir haben jetzt sozusagen uns ein bisschen was überlegt heute, das wird sonst zeitlich alles knapp. Daniel, der nächste Punkt, den wir erwähnen möchten, ist ja im Juni 2016. Da wurde der Untersuchungsauftrag des Ausschusses erweitert. Das haben wir im Podcast auch immer wieder mal erwähnt. Da gab es eine lange Diskussion drum. Die Opposition hat das lange gefordert. Und im Juni 2016 war es dann endlich soweit. Genau, nötig geworden ist diese Erweiterung des Auftrags, weil man im Jahr 2015 festgestellt hat, dass der eingesetzte Mensch, der Herr Kurt Graulich, die Selektoren, die abgelehnten Selektoren, die der BND aussortiert hatte, dann doch nicht so wirklich objektiv sich angeschaut hat und dass man mit den Ergebnissen, die er da so in einer Sommerarbeit, einen Sommer beim BND, die er da so herausgearbeitet hat, dass man da echt wirklich nichts mit anfangen konnte. Es gab dann ein langes Hin und Her, es hat gedauert, es musste auch geklagt werden, glaube ich, um diesen Untersuchungsauftrag erweitern zu dürfen. Das war dann im Juni soweit. Und dann kam natürlich nochmal eine Zusatzarbeit auf den Ausschuss zu, sprich man musste dann regelmäßig noch in die BND-Dienststelle an der Chausseestraße in Berlin, um dort Selektoren einzusehen. Natürlich in einem streng abgeschirmten Raum, natürlich nur mit der Möglichkeit, vor Ort Notizen zu machen und sich da irgendetwas hinzuschreiben. Hans-Christian Ströble hat sich mal beklagt. Er sagte, er durfte als Mitarbeiter des parlamentarischen Kontrollgremiums wohl schon Dinge im Kanzleramt einsehen, die er dann später in der Chausseestraße einsehen durfte. Aber seine Notizen aus dem Kanzleramt durfte er dann nicht mit rübernehmen in die Chausseestraße. Da kann man sich vorstellen, wie hochgradig anstrengend das auch wird, wenn man auch viele Dinge, die man dann in diesen Selektoren liest, in diesen ganz langen Listen liest, als Abgeordneter nur im Kopf behalten darf und seine Arbeit dann anpassen soll. In gewissem Maß war auch, glaube ich, eine abgespeckte Version der Wikipedia oder so zur Verfügung, wo man dann reingucken konnte und ein bisschen recherchieren konnte. Also diese Verzögerungstaktik und dieses, wir müssen diese Arbeit des Ausschusses irgendwie erschweren oder irgendwie unmöglich machen, die hat sich auch 2016 dann noch weiter durchgezogen. Und in der Folge mit dieser Erweiterung war es dann auch möglich, ganz viele Zeugen, die man schon mal gehört hatte vom BND, nun nochmal zu hören und sie dann mit neuen Fragen zu konfrontieren, die eben auf Basis des Selektorenwissens rausgekommen sind. Es gab halt nicht das Ding, das geklagt wurde, es waren andere Prozesse, und zwar lief das durch den Geschäftsordnungsausschuss des Bundestages. Das heißt, das ist nochmal so ein Ausschuss, der eben für diese, organisatorischen Dinge zuständig ist, weil halt gesagt wurde, okay, wir dürfen das nicht erweitern. Und da gab es eine ganz interessante Besonderheit, nämlich dass dann plötzlich der Bundeskanzleramtschef aufgetaucht ist und der Geheimdienstkoordinator und gesagt haben, hier, ihr dürft das nicht machen, denn hier die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ist in Gefahr. Und das ist eine ganz interessante Nummer, weil wir dadurch ein Problem mit der Gewaltenteilung bekommen. Wenn nämlich plötzlich irgendwie das Bundeskanzleramt in den Bundestag geht und erzählt, ihr dürft es aber nicht, weil hier ist Sicherheit und Sicherheit und Sicherheit. Und dann wird es eben so lange verzögert,
bis man fast so denkt, es ist eigentlich zu spät, weil selbst wenn man dann diese Erweiterung irgendwann durch hat, muss man ja noch warten, bis man diese gesamten Dokumente bekommt, die müssen ja alle noch durchgeschwärzt werden, damit man nicht zu viel erfährt. Und ja, das ist, finde ich, eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und wenn wir dann noch irgendwie davon ausgehen, dass man diese Selektoren hat, die man ja auch nicht lesen darf, die dürfen ja auch nicht gelesen werden. Und selbst wenn man sie lesen könnte, wäre immer noch ein großer Teil davon unlesbar, weil das haben wir ja auch erfahren, dass selbst der BND teilweise diese Selektoren, die er für die NSA eingesetzt hat, nicht lesen konnte, beziehungsweise nicht deuten konnte. Da ist immer wieder die Rede von irgendwelchen Hash-Werten, wo niemand so richtig weiß, ja, was sind denn eigentlich diese Hash-Werte und was stellen die denn dar? Und natürlich, wir haben das Problem, es dürfen sowieso nur abgelehnte Selektoren besprochen werden. Das heißt, es geht gar nicht darum, welche Selektoren werden eingesetzt und welche Selektoren von den eingesetzten Selektoren sind vielleicht genauso problematisch, sondern es geht wirklich nur um das, was der BND in seinen aktiven Selektoren deaktiviert hat irgendwann mal. Sind das die gleichen Zahlen, die ihr gestern genannt hattet, diese, ich weiß noch, 14 Millionen Selektoren der NSA, die gesteuert werden und davon wurden 40.000 aussortiert, abgelehnt, genau. Abgelehnt und nur die dürfen auch noch nicht eingesehen werden, aber um die geht es, genau. Die haben dann noch 3.300 abgelehnte BND-Selektoren, beziehungsweise deaktivierte BND-Selektoren, die dann im Nachhinein gefunden wurden. Ja. Aber ja, genau, der Graulich hat sich ja nur die abgelehnten NSA-Selektoren angeschaut. Und dann hat man ja irgendwie gemerkt, teilweise ist das ja so ein bisschen dasselbe, da kamen so ein paar Sachen raus von wegen Zeugenaussagen, okay, wir hatten diese NSA-Selektoren, wenn wir gemerkt haben, Mensch, die produzieren gutes Material, dann tun wir die einfach mal in unser System rein. Wobei man auch sagen muss, das System und unser System ist eigentlich dasselbe System und ist irgendwie in der Datenbank, und die kippen die alles rein und sie behaupten immer, dass sie das alles schön unterscheiden können. Wahrscheinlich haben sie nur einfach nur ein Feld, wo sie sagen, hier NSA, BND, und dann kopieren sie halt fröhlich. Mehr wissen wir nicht, glaube ich, viel mehr. Dann würde ich sagen, für den Jahresrückblick schreiten wir voran. Wir sind jetzt im Juli. Wir haben uns vorher so festgelegt, jeder sucht sich so ein Thema aus. Im Juli gab es den Amtsantritt des neuen BND-Präsidenten Bruno Kahl. Er hat Gerhard Schindler abgelöst. Und da fragt man sich ja schon, okay, also der Untersuchungsausschuss, der läuft noch, ist noch nicht fertig, hat noch keinen Bericht geschrieben, nichts. Und die Bundesregierung, die den Präsidenten ernennt und den Alten rausgeschmissen hat, dachte sich einfach mal proaktiv, ja, hier, Bauernopfer, den schnell weg, als Zeichen nach außen wahrscheinlich. Und ganz nebenbei haben wir ja noch das BND-Gesetz, das stoßen wir ja auch schon mal an. Und man könnte ja am Anfang denken, ja gut, vielleicht hat der Typ ja echt was verbrochen, weg muss er. Dann fragt man sich aber, warum es bei der Expertenanhörung zum BND-Gesetz, also das waren die, da gab es im Bundestag die im Innenausschuss die Sachverständigenanhörung zum neuen BND-Gesetz, das macht man wohl bei jedem Gesetz so, und die ganzen Fraktionen dürfen sich Sachverständige einladen. Und da haben wir Verfassungsrechtler gesehen und gestern im Vortrag, ihr hattet das einminütige Video gezeigt mit den krassesten Aussagen, wo halt der Verfassungsrechtler Wolf auch gesagt hat, dass das verfassungsrechtliche Suizid ist, was dieses Gesetz da probiert durchzusetzen. Und das geht ja jetzt auch alles vor die Gerichte. Jedenfalls sitzt dort als Sachverständiger der CDU Gerhard Schindler. Wo ich so denke, wait a minute, ich habe da gerade meinen Job verloren, ich bin hier das Bauernopfer, aber hey, könntest du nochmal kurz zurückkommen und für das neue Gesetz, was wir jetzt hier in dieser Reformaktion komplett an der Opposition vorbei mit unseren Mehrheitsrechten durchprügeln wollen, bevor der Ausschuss irgendwie was schriftlich aufgeklärt hat und festgehalten hat, könntest du nochmal kurz reinkommen und sagen, dass das eine voll geile Sache ist und dann gehst du, dann kannst du wirklich Feierabend? Klar. Hat er ja nicht gemacht. Den Punkt hat er eben nicht erfüllt, ja. Selbst da hat er die rechtlichen Bedenken, die er hatte, sehr klar geäußert, was man ihm wirklich mal zugutehalten muss. Aber nicht in Gänze. Also er hat sich ja teilweise sogar noch mehr Überwachung durch oder Kontrolle durch den Bundestag gewünscht, aber er hat das Ding jetzt nicht verrissen, so wie alle anderen im Raum. Ja, aber für seine Rolle, also genau. Für seine Rolle war das ja schon ein bisschen krass. Ich hätte das nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, dass er da hingeht und sagt, guck mal, die haben jetzt so ein unabhängiges Kontrollgremium eingerichtet, das bringt eigentlich gar nichts, weil das die Kontrolle des Nachrichtendienstes weiter zerfasert und auch, ja, sie können das nicht kontrollieren, weil das, was wir ja gestern auch von ihm gezeigt haben, ja, das ist dieselbe Maschine und die verarbeitet quasi die Daten, die gleichen Daten und das sind die gleichen Mitarbeiter in der gleichen Abteilung, aber das ist ja auch so eine Denke, die man ganz viel im Bundeskanzleramt hat, wo ja quasi auch
ne, die ja so ein bisschen an den Regierungskoalitionen dran sind, dass man sich eben diese alten BNDler holt, um dann eine Kontrolle zu bewerten. Es gab ja diese eine Sitzung, die war gar nicht so lange her, wo gesagt wird, ja, in ihrer Abteilung im Bundeskanzleramt, wo sie den BND kontrollieren sollen, wo sie vor allem diese Abteilung technische Aufklärung kontrollieren sollen, gibt es da eigentlich jemanden, der nicht vorher beim Bundesnachrichtendienst war und der einfach ganz trocken meinte, so, nee. Also, wo man so denkt, ja, Mensch, warum denn eigentlich? Und dann so mit dem Argument halt, naja, das sind ja die Leute, die wissen, wie dieser Dienst funktioniert und die das ja am besten kontrollieren können. Und wenn man dann auch merkt, dass die Leute nicht nur irgendwann mal vom BND zum Bundeskanzleramt wechseln, sondern dass die Leute irgendwie fröhlich hin und her rotieren. Und dann irgendwie natürlich, wenn du irgendwie mal später wieder da arbeiten willst, kannst du ja nicht krass illoyal oder krass kritisch deinem zukünftigen Arbeitgeber gegenüber sein. Das ist halt schon so ein, weiß ich nicht, so ein Stockholm-Syndrom. Ja, linke Tür rein, rechte Tür raus. Ja, also die Leute wechseln ja fleißig hin und her. Gut, jedenfalls haben wir jetzt den neuen Bruno Karl, mit dem man noch nicht so wahnsinnig viel weiß, außer dass er ein enger Vertrauter von Wolfgang Schäuble ist, früher schon mit ihm im Innenministerium gearbeitet hat, jetzt im Finanzministerium sein Sprecher war und ähnliches und ja, jetzt den BND leitet. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wie das Jahr schreitet voran, in welchem Monat sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir im September 2016, also gar nicht so lange her. Da gab es eine Veröffentlichung auf netzpolitik.org, deswegen auch direkt wieder an dich, Anna. Und zwar hat die Bundesdatenschutzbeauftragte damals hat sogar noch der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar losgetreten nach den Snowden-Enthüllungen und hat seine Mitarbeiter nach Bad Aibling, einer Außenstelle des BND, geschickt, um da mal zu gucken, was da so vor sich geht. Und da wurde dann ein Sachstandsbericht erstellt und noch eine rechtliche Bewertung, und die waren aber alles erstmal geheim, und dann hat Netzpolitik da so eine Veröffentlichung gemacht. Anna. Genau, der Sachstandsbericht ist sogar streng geheim und die rechtliche Bewertung dazu ist geheim. Die haben wir veröffentlicht, und zwar war das für ein Dokument der Bundesdatenschutzbeauftragten oder des Bundesdatenschutzbeauftragten schon eine krasse Sache. Also in dem Dokument stand drin, es gibt irgendwie in Bad Aibling, sprich in einer Außenstelle des BND, irgendwie 18 Rechtsverstöße und 12 Beanstandungen. Das klingt vielleicht an sich erstmal gar nicht wie so eine große Zahl, aber das ist normalerweise was der oder die Bundesdatenschutzbeauftragte in einem ganzen Jahr an Beanstandungen und Rechtsverstößen feststellt, so in einem guten Jahr. Das heißt, das ist schon eine ganze Menge für eine Außenstelle des BND, die haben ja noch ein bisschen was anderes zu tun. Und da war unter anderem auch drin, dass der BND vor allem Datenbanken ohne Anordnung benutzt. Das heißt, es gibt so, eigentlich braucht er für jede Datei oder für jede Datenbank, die er macht, eine neue Anordnung, um eben zu gucken, so, ist das alles in Ordnung, ist das datenschutzrechtlich in Ordnung, ordentlich getrennt und so weiter und so fort. Und er hat die eben einfach eingerichtet, ohne weiter nachzufragen. Und dann hat die Bundesdatenschutzbeauftragte gesagt, okay, das sind jetzt 7 Datenbanken oder 7 Dateien, die müssten eigentlich sofort gelöscht werden und die Daten dürften überhaupt nicht mehr verwendet werden. Das heißt, es ist irgendwie eigentlich schon eine ziemlich krasse Nummer. Und es wird aber mehr oder weniger einfach ignoriert. Das heißt, wir haben im Ausschuss jetzt immer noch das Problem, obwohl dieser Bericht veröffentlicht wurde, darf man im Ausschuss nicht darüber reden, weil es ist ja trotzdem, obwohl quasi die Presse was veröffentlicht hat, heißt das ja nicht, dass es nicht trotzdem noch geheim ist. Das heißt, es darf immer noch niemand drüber reden, was jetzt in dem Bericht drinsteht. Und einzelne Abgeordnete und auch, sage ich mal, andere Regierungspolitiker haben versucht, das so ein bisschen zu diskreditieren, indem eben gesagt wurde, na klar, da gibt es diesen Bericht der Bundesdatenschutzbeauftragten, aber das ist ja eine Einzelmeinung. Und dieses Ding von, okay, man setzt quasi die oberste Datenschutzbehörde, die man im ganzen Land hat, als Einzelmeinung und sagt, naja, da müssen wir uns ja nicht dran halten, ist schon eine krasse Nummer, finde ich. Vor allem irgendwie, weil die Bundesdatenschutzbeauftragte ja bis vor kurzem, ich weiß gar nicht vor wann, irgendwie ja noch untergeordnet dem Bundesinnenministerium war, jetzt ist sie ja eigenständig. Aber allein dieser mangelnde Respekt vor dieser Instanz und dieses, okay, ja, sag uns halt, dass wir alles falsch gemacht haben, aber wir ignorieren das weiterhin, ist schon eine krasse Sache. Vor allem, da diese Beanstandung wirklich das härteste Mittel ist, was eine Datenschutzbeauftragte hat. Die kann einfach nicht viel mehr machen, als zu sagen, es ist eine Beanstandung. Das klingt total wenig und ist auch eigentlich total wenig, wenn man halt denkt, okay, sie müssen sich nicht dran halten, sie müssen jetzt nicht plötzlich mit diesen 7 Dateien hingehen und irgendwie alles löschen. Ob sie das machen, naja, ob man das kontrolliert, ist halt vollkommen unklar. Was vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte zu diesem Bericht ist, wenn ich nicht zu viel erzähle. So. Nee, mach mal. Läuft.
Wir haben mal vor einer Weile schon irgendwie Sachen veröffentlicht, eigentlich in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit der Weltraumtheorie, wo ja gesagt wird, okay, die Satelliten in Bad Aibling fangen Daten, die Dinge in Bad Aibling fangen, die Antennen in Bad Aibling fangen Daten von Satelliten ab, deshalb müssen wir uns nicht ans Grundgesetz halten, weil die Satelliten sind ja im Weltraum und da gilt das Grundgesetz ja nicht und so weiter und so fort. Und in den Dokumenten war halt auch drin, dass man einen Besuch der Datenschutzbeauftragten in Bad Aibling fürchtet. Das heißt, da war schon so ein bisschen Alarmstimmung. Das haben wir dann veröffentlicht im Zusammenhang damit. Und im Voraus dieses Besuches hat man sich halt an ja, mehreren Stellen überlegt, Mensch, wie können wir diesen Besuch denn möglichst weit hinauszögern? Das heißt, man hat versucht, irgendwie die Anfragen, die im Vorhinein schon kamen, nicht zu beantworten und immer wieder zu sagen, okay, wir prüfen noch. Und das steht in diesen E-Mails ganz deutlich drin. Und in diesen E-Mails ist eben zufälligerweise auch der Herr Wolf verwickelt, der eben für die Bundesregierung im Ausschuss sitzt. Wir bekommen gerade hier Getränke. Oh, wow. Was ist denn das für ein Service? Für die Hörer, die das später nur hören und nicht sehen. Danke. Ja, dann während die verteilt werden. Cool. Prost. Was ist das? Ist das gefrorene Mate mit Alkohol? Ja. Geil. Das ist natürlich ziemlich geil. Vielen Dank. Sehr nett. Dankeschön. Anna, warst du fertig mit dem Thema? Oder? Ich denke, ja, wir machen mal weiter. Genau, dann machen wir mal weiter und zwar mit CeBAS. Wir sind immer noch im September, da war eine Sitzung, die ein bisschen für uns was Besonderes war. Ja, wir hatten am 22.09. Eine Sitzung der besonderen Art. Uns wurde erst groß versprochen, wir erleben eine Neuerung im Ausschuss, wir werden eine Anhörung hinter einer spanischen Wand haben, also der Zeuge, der gehört werden sollte, sollte hinter eine Wand gesetzt werden, dass man die Identität des Zeugen nicht sieht, damit Stella mal einen freien Tag genießen kann. Ja. Und aber trotzdem in öffentlicher Sitzung ist, ne? Dass genau, und nicht geheim ist. Ja, und trotzdem in öffentlicher Sitzung und dazu sollte auch noch ein Stimmverzerrer eingesetzt werden, den der BSI auftreiben sollte, was dem BSI allerdings an dem Tag nicht gelungen ist, genauso wie die spanische Wand, die man nicht besorgen konnte. Ja. Und wir haben dann eine Sitzung erlebt von dem ersten Zeugen U.P. Auch von der Hauptstelle für Befragungswesen, die dann in einem Nachbarraum stattgefunden hat und die eigentliche Sitzung wurde in den Europasaal gestreamt, da wo sonst die Anhörungen stattfinden und wir hatten das Vergnügen, uns unten im Saal breit zu machen und ausreichend Platz zu genießen. Einmal die bequemen Sessel. So bequem fand ich die eigentlich gar nicht. Ich fand die schon ganz gut. Okay, im Vergleich. Aber der Austritt war schon ganz schön. Ja, das war schon sehr. Austritt, ja. Ja, und dann die zweite Sitzung halt die Befragung von R.C. hat dann auch ohne Videostream-Übertragung stattgefunden. Also vollständig unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Allerdings nicht eingestuft. Die Sitzung war also öffentlich, aber ohne Öffentlichkeit. Und das ist auch so eine Kuriosität. Man hatte uns zügig ein Protokoll der Sitzung zugesagt, was immer noch aussteht. Genau. Oder Daniel, hast du noch was gefunden? Nee, also ich habe auf den Seiten des Bundestages nichts mehr gefunden. Die sind auch momentan nach dem Umbau der Seite einfach nur noch ein Chaos. Ja, katastrophal. Also, da muss man Frontend-Designer ran. Und ich habe im Dezember, glaube ich, bei den Pressegesprächen noch zweimal nachgefragt, bei Grünen und bei der Linksfraktion und die meinten beide, ja, müssen wir nochmal nachhaken, müssen wir uns nochmal kümmern und normalerweise sollte das eine Sache sein, die so innerhalb von 6 Wochen über die Bühne geht, also so 2 Wochen Zeit, bis das Protokoll erstellt ist, dann wird es dem Zeugen nochmal zugesendet, dann hat er die Möglichkeit, da noch Anmerkungen zuzumachen, dann muss es wieder zurückkommen und gegebenenfalls freigegeben werden, aber dass sich seit September da nichts getan hat und es geht ja auch wieder um diese Hauptstelle für Befragungswesen. Also die CDU und SPD, die waren im November diesbezüglich sehr kleinlaut, was das Protokoll angeht, sie haben gesagt, ja, da müssen wir im nächsten Jahr mal im Ausschuss drüber sprechen. Genau. Ja. Haben wir eigentlich schon gesagt, warum der Typ hinter so einer Wand angehört wurde? Nein, haben wir noch nicht gesagt. Sag mal. Der Zeuge oder die Anhörung sollte stattfinden mit diesen Maßnahmen, da der Zeuge aktuell noch in laufenden Operationen verwickelt ist. Und man wollte dort die Identität der entsprechenden Person nicht veröffentlichen. Und daher hat man diese Maßnahmen für gut befunden und genau, und das war aber, also beide Zeugen waren noch operativ tätig, aber der eine war so operativ tätig, dass er nicht mal mehr gehört werden durfte. Also vermutlich hätte ihn irgendjemand an Stimme hat. Ja, vermutlich hätte ihn irgendjemand an seiner markanten Stimme erkannt oder an der Art, wie er den Martini bestellt oder keine Ahnung wie. Also sehr, sehr obskur und
keine Ahnung, warum man das da unbedingt so machen muss und warum dieses Protokoll jetzt so lange auf sich warten lässt. Wir hatten ja auch eine andere Sitzung, die ähnlich mal stattfand, und dann gab es auch nachträglich ein Zeugenprotokoll. Das ist, glaube ich, 2014 gewesen. Mit dem Arsch. Arsch, genau, Arsch, ja. Arsch. Ja, Arsch. Und da hat das aber problemlos funktioniert. Aber auch das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr auf den Bundestagsseiten zu finden. Echt? Und doch, das findet man noch, wenn man lange genug sucht. Echt? Also ich hab vorhin geschaut und habe es nicht gefunden. Und jetzt habe ich den Ausschuss so halt nochmal. Jetzt habe ich den Ausschuss halt nochmal angemeldet, ob da dann irgendwann mal mit dem Protokoll zu rechnen ist. Schauen wir mal. Ja, dann machen wir weiter. Und zwar im Oktober. Da ist dann das viel diskutierte, viel kritisierte BND-Gesetz oder das neue BND-Gesetz verabschiedet worden. Da wurde auch schon unglaublich viel zu gesagt. Ich glaube, so hier auf dem Kongress gibt es wahrscheinlich wenige Personen, die das so in der Form befürworten würden. Ist einfach mal eine These von mir, keine Ahnung. Aber Anna, kannst du noch mal... Warte mal, haben wir BNDler im Publikum? Genau. Einmal outen. Wir behalten es für uns. Ja. Genau. Entweder sie sprechen jetzt oder sie müssen für immer schweigen. Ja, ach nee, das war eine andere Zeremonie, ne? Ja, Anna, du, ihr habt das ja auch verfolgt und viel drüber geschrieben. Kannst du vielleicht nochmal so in Kürze sagen, was so die Kritikpunkte an dem BND-Gesetz sind? Oder was auch die Neuerungen sind, was auch vielleicht gut ist. Also gab ja auch... Es gab ja das BND-Gesetz und es gab ja die Aufsichtsgesetze. Das heißt, eigentlich haben sich ja so zwei Sachen geändert, aber die hat man so im Paket beschlossen. Das heißt, es war am gleichen Tag und es wurde immer im gleichen Kontext diskutiert und die meisten haben es auch nicht so richtig auseinandergehalten. Und ich glaube, eine ganz krasse Neuerung ist, dass jetzt legal geworden ist oder legalisiert worden ist, dass der BND auch im Inland operiert. Wir hatten ja vorher dieses Ding, dass der BND zum Beispiel an den Internetknoten in Frankfurt gegangen ist, was theoretisch nicht so richtig legal gewesen wäre. Deshalb hat er sich ausgedacht, dass Frankfurt im virtuellen Ausland liegt, weil ja in Frankfurt Verkehre auch vom Ausland ins andere Ausland gehen. Das heißt, Frankfurt war dann quasi virtuelles Ausland, weil, naja, warum auch immer. Und das hat man jetzt geändert, das darf er jetzt. Und er darf eben nicht mehr nur sagen und hingehen, guck mal, ich will jetzt diese einzelne Leitung überwachen, sondern er kann jetzt hingehen und sagen, ich will jetzt dieses Telekommunikationsnetz überwachen, was natürlich irgendwie wesentlich unkomplizierter ist und was es ihm natürlich einfacher macht. Und er kann jetzt auch hingehen und sagen, ich will jetzt 100% dieser Leitung abhören, und vorher durfte er eben theoretisch nur 20% der Leitung abhören, was er niemals getan hat. Das heißt... Und vor allem diese Beschränkung auf 20% ist eine ganz interessante Sache, sondern er darf nämlich nicht 20, oder er hat es so ausgelegt, dass er nicht 20% des Verkehres überwachen darf, der über die Leitung geht, sondern 20% der Leitungskapazität. Und dann kann man sich mal so angucken, was so am DCX in Frankfurt, also in unserem größten Internetknoten, so durchläuft und wie die Auslastungen sind. Die sind ganz, ganz, ganz selten höher als 11%. Das heißt, er kommt niemals an diese Grenzen. Und dann haben wir durch irgendeine Anhörung, ich weiß gar nicht mehr, das war ein BSI-Mensch, glaube ich, erfahren, naja, der BND hat da nicht mal eine Schranke eingebaut, weil er wusste, der überschreitet die eh nicht. So. Aber damit muss er sich jetzt überhaupt nicht mehr kümmern, er darf jetzt einfach 100% nicht nur von Leitungen, sondern eben von den beantragten Netzen überwachen. Eine andere Geschichte ist, dass man ja oft gehört hat, okay, der BND überwacht auch EU-Bürger, Politiker in der EU, was ja nicht so unbedingt auf Gegenliebe gestoßen ist. Und jetzt hat man gesagt, naja, wir bauen jetzt einen besonderen Schutz für die ein, der aber auch nur begrenzt ist, weil es so bestimmte Argumente gibt, in denen der BND abhören darf, und dazu zählen zum Beispiel auch, um die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu bewahren oder für sonstige Erkenntnisse von außenpolitischer oder sicherheitspolitischer Bedeutung. Also sonstige Erkenntnisse von außenpolitischer Bedeutung ist halt so ein schöner Begriff. Ich meine, wenn der BND sich schon für den Brotpreis in Aleppo interessiert, weil das ja irgendwas mit Stabilität und Nahrungsversorgung zu tun hat, kann man natürlich Kenntnisse außenpolitischer Bedeutung ziemlich, ziemlich, ziemlich weit auslegen. Das heißt, wir haben im Endeffekt doch keine Beschränkungen mehr. Und sowas wie Malware- und DDoS-Angriffe, das haben wir gestern in unserem Vortrag schon gesagt, sind da halt auch mit drin. Also es sind eigentlich jetzt Sachen, die sind kein Terror. Und man sagt ja immer wieder, wir brauchen das wegen Terror, aber im Endeffekt, wenn ihr damit anfangt, irgendwelche DDoS-Operationen irgendwie zu untersuchen, ist das ein ziemlicher Bullshit. Und was mich persönlich immer aufregt, ist so dieses Ding von einer Unterscheidung. Wir haben eine Unterscheidung zwischen Deutschen, die theoretisch irgendwelche Grundrechte genießen, und Europäern, die vielleicht noch so ein bisschen Grundrechte genießen, und den anderen Ausländern, die keine Grundrechte mehr genießen. Wir hatten Zeugen im Ausschuss, die gesagt haben, naja, die ganzen anderen Ausländer, die sind vogelfrei. Und ich finde es eine krasse Unterscheidung, weil es gibt ja, das Grundgesetz unterscheidet ja erstmal nicht, ob irgendwie ein Recht für Deutsche gilt oder für andere. Es gibt gewisse Rechte, die sind sogenannte deutschen Rechte, aber die quasi Wahrung der Privatsphäre und die Vertraulichkeit von Kommunikation gehören dann nicht dazu. Das heißt, eigentlich dürften
so einfach nicht eine Unterscheidung gemacht werden zwischen, das sind jetzt Deutsche und deren Daten schützen wir in irgendeiner Weise, obwohl wir das auch nicht so richtig auf die Kette kriegen, und das sind Ausländer und bei denen müssen wir uns überhaupt nicht mehr drum kümmern, die können wir bewachen, wie wir wollen. Und selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass diese, es fliegt schon wieder irgendwas vorbei. Keine Drohne. Klingt aber so. Ja. Dass das so in Ordnung wäre, haben wir trotzdem noch erfahren, dass wenn der BND zum Beispiel an einen Internetknoten in Frankfurt geht, darüber laufen ja nicht nur Verkehre vom Ausland ins Ausland oder vom Inland ins Ausland oder so weiter, da laufen ja auch einfach Inlandsverkehre durch. Und dass der BND immer sagt, naja, wir filtern das ja und wir filtern da ja die ganzen Deutschen, also die ganzen Grundrechtsträger raus, dass er das aber gar nicht so richtig kann. Und dass er zwar sagt, okay, wir haben jetzt Filter, die funktionieren zu 95%, die funktionieren zu 99%, aber selbst wenn wir jetzt irgendwie die weltbesten Filter hätten, die zu 99,9% funktionieren würden und wir haben da mehrere Terabit, die da durchlaufen, oder Terabyte, die ganze Zeit, und zwar richtig, richtig, richtig viele, und dann rechnen wir das mal runter und gucken, naja, was sind denn dann die, meinetwegen nehmen wir 1%, die da hängen bleiben, dann sind es immer noch Millionen Grundrechtsverletzungen am Tag, selbst wenn man davon ausginge, dass nur deutsche Grundrechte genießen. Also es ist einfach ein, ja, meiner Meinung nach ziemlicher Bullshit. Naja, und weiß ich nicht, will noch jemand anderes was zu dem Gesetz sagen? Es gab ja noch diese Kontrollorgan-Geschichte. Ich bin regelmäßig beeindruckt, wie man es schafft, in diese ganzen Gesetzgebungsmaßnahmen dann Taschenspielertricks einzubauen, die dafür sorgen, dass Dinge, die nach außen hin erstmal gut erscheinen und die für eine Masse der konservativen Wähler vielleicht auch total richtig und wichtig erscheinen, dass die sich dann eben nach hinten raus noch ganz katastrophal auswirken. Wir haben es ja in eurem Vortrag von Anna und André gehört, wie das denn mit, ja, so künftig aussehen wird. Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. ihr seid auch sonst nicht da, ihr lieben Hörer. Man sieht euch kommst immer du drauf so oder sollen wir nochmal weitermachen? Dann kannst du gleich nochmal. Genau, mach mal weiter. Ich hätte da noch einen Satz zu. Ich find's erschreckend, wie schnell die Bundesregierung in der Lage war, ein Gesetz auf den Weg zu bringen von den Dingen, die als Missstände im Ausschuss aufgezeigt worden und rausgearbeitet worden sind. Wenn man das heimlich macht, muss man nicht so viel abklären. Das geht halt schneller. Ja. Und wir haben es dann vor allen Dingen erstmal 2 Jahre an der Backe. Das wird ja jetzt demnächst in Kraft treten. Und es dauert ungefähr 2 Jahre, bis das an allen Instanzen vorgetragen und beklagt worden ist. Und was in diesen 2 Jahren dann möglich ist, das ist schon echt heftig. Und dass diese Taktik, irgendwelche Gesetze, die erst später mal dann wirkungslos werden wieder oder für wirkungslos erklärt werden, trotzdem erstmal gemacht werden, um irgendwelche Interessen durchzuziehen. Das sehen wir ja nicht nur beim Thema BND-Gesetz. Da gibt es ja noch andere Beispiele, wo man ähnlich vorgeht. Und das ist schon eine ziemliche Dreistigkeit, meiner Meinung nach, wie man da ja mit der Regierungsverantwortung umgeht. Habt ihr auch diesen Aufkleber gesehen, der hier rumschwirrt? Kannst du zwar machen, ist dann aber verfassungswidrig. Genau. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, wo wir auch mal sagen müssen. Wir haben ja diesen ganzen Mist, den der BND so in der Vergangenheit gemacht hat und der durch den Ausschuss rauskam, legalisiert. Aber man muss sich, glaube ich, ganz, 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 ganz klar machen, dass Sachen zu legalisieren nicht heißt, dass sie verfassungsgemäß sind. Genau. Ja. Und das ist nochmal eine andere Geschichte an diesem Gesetz, die ganz, ganz krass ist, weil wir haben dieses Gesetz in einer relativ schnellen Zeit durchgebracht, so von, weiß ich nicht, Juni bis Oktober, dazwischen auch noch 2 Monate Sommerpause, wo halt nichts passieren hätte können. Und es gab ja diese Anhörungen und in diesen Anhörungen haben ja quasi alle gesagt, so, das könnt ihr so nicht machen. Also verfassungsprozessualer Suizid war so die schärfste Formulierung, aber selbst die anderen ganzen Sachverständigen meinten, ja, das ist mit der Verfassung nicht zu vereinbaren. Der BND-Präsident, der ehemalige, sagt, naja, das mit der Kontrolle wird damit auch nicht funktionieren. Und es wurde original nichts daran geändert. Das heißt, normalerweise hat man das ja so, zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung, haben sie alle gesagt, das ist irgendwie doof. Dann machen wir noch so eine kleine kosmetische Änderung rein, setzen da so eine Evaluierungsklausel rein. Zum Beispiel, ja, das Gesetz muss nach 2 Jahren überprüft werden. Haben da noch was geändert nach der Sachverständigenanhörung und dann mit ist es gut. Aber hier waren sie einfach so dreist, irgendwie zu sagen, so, okay, wir machen das einfach trotzdem. Wir ignorieren das jetzt alles. Und wir sagen nicht mal in dem Gesetz, welches Grundrecht eingeschränkt wird. Das heißt eigentlich, wenn man ein Gesetz hat, muss man sagen, dieses und jenes Grundrecht wird dadurch eingeschränkt und zwar aus folgendem Grund. Ja, man hat sich nicht mal irgendwie dazu hingerissen, in diesem BND-Gesetz zu sagen, damit wird irgendwie Artikel 10, also das Recht auf Fernmeldegeheimnis, eingeschränkt. Das heißt, es ist handwerklich entweder falsch oder ich weiß nicht, was sie da gemacht haben oder was sie sich dabei gedacht haben. Ja, bei dem Thema würde ich vielleicht auch so zu unserem letzten Punkt dieses nicht vollständigen Jahresrückblicks kommen, nämlich den Klagen, die aktuell so laufen oder auch gelaufen sind. Das ist ja doch ganz interessant. Da gibt es einige Initiativen, die jetzt dieses Gesetz oder auch andere Gesetze angreifen. Ich wollte einfach mal so einen Überblick geben, damit man mal so weiß, was da auch passiert. Also Reporter ohne Grenzen hatte eine Klage vom Bundesverwaltungsgericht
auch gegen den BND, also gegen die Praxis, dass ja letztlich Leute überwacht werden, die ihrer Meinung nach nicht überwacht werden dürfen. Da sind sie mit ihrer konkreten Klage zwar gescheitert, also die wurde abgelehnt, aber da hat das Verwaltungsgericht gesagt, sie möchten sich die BND-Praxis oder sozusagen die Überwachungspraxis nochmal so überprüfen. Dann nennen wir es Teilerfolg, das klingt besser. Genau, Teilerfolg, richtig. Dann neuer Player, der jetzt so relativ, ja, relativ neu ist, ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das wird vielleicht auch dem einen oder anderen schon was sagen. Das ist ein Verein, ja, von verschiedenen Leuten gegründet, von Malte Spitz und Ulf Burmeier unter anderem. Und die wollen eben auch jetzt verschiedene Verfassungsklagen anstrengen oder eben sozusagen bei der Organisation oder bei der Finanzierung helfen. Und die haben auch, also zum einen haben die jetzt eine Klage eingereicht, zusammen mit Amnesty International gegen das G10-Gesetz. Also das Artikel 10-Gesetz regelt ja eben Ausnahmen, dass die sozusagen ermöglichen, dieses Grundrecht, Artikel 10 im Grundgesetz einzuschränken, was ja eben die Post, das Post- und Fernmeldegeheimnis ist. Dagegen haben sie eine Klage eingesetzt. Dann ist eine Klage in Planung von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, nämlich gegen das BND-Gesetz. Da sammeln sie auch Spenden, glaube ich. Also wer da sich engagieren möchte, kann da auf jeden Fall auch mitmachen oder kann da auch was finanzieren. Ja, und andere Klagen, die vielleicht noch an der Stelle kurz erwähnt werden sollten, sind ja die, die auch den Ausschuss direkt betreffen. Da gab es ja zum einen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dieses Jahr. Da hat die Opposition hat ja geklagt, dass sie Einblick in die abgelehnten NSA-Selektoren haben möchte. Die wurden ja damals von dem Sonderermittler Kurt Graulich untersucht und da sind sie ja leider gescheitert. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, da steht sozusagen das Geheimhaltungsinteresse der Bundesregierung, hat da einen höheren Wert als das Informations- oder Aufklärungsinteresse des Ausschusses. Aber dann gab es ja noch einen anderen Beschluss, und zwar des Bundesgerichtshofes dieses Jahr, der ja letztlich erstmal eine Stärkung der Opposition im Ausschuss war. Und zwar ging es da um die Ladung Snowdens als Zeugen. Der ist ja, das haben wir schon oft gesagt, als erster Zeuge benannt worden im Ausschuss. Aber es wurde eben noch nicht diese offizielle Ladung beschlossen, dass man sozusagen zur Bundesregierung geht und sagt, hier, wir als Ausschuss möchten jetzt Snowden laden und bitte sorgt dafür, dass sozusagen alles dafür getan wird, dass er nach Deutschland kommen kann. Dem hatte dann der Bundesgerichtshof zugestimmt, dass die Ausschussmitglieder zustimmen müssen. Genau, dass der Ausschuss also, erstmal laden muss. Das heißt zwar immer noch, dass die Bundesregierung dann sagen kann, nee, wir machen das nicht. Dann muss sie aber mindestens mal eine Stellungnahme abgeben und sagen, warum das aus ihrer Sicht nicht geht. Und selbst da hat jetzt ja die Ausschussmehrheit, also die Regierungsfraktionen, haben ja dagegen Beschwerde eingelegt. Und ich habe jetzt eben noch gelesen, dass der BGH jetzt auch erstmal gesagt hat, okay, wir wollen erstmal diese Beschwerde verhandeln und dann muss erst dann muss sozusagen der Ausschuss wieder gucken, wie er dann damit umgeht. Ja, aber es ist ja eh unrealistisch. Ich meine, der Ausschuss geht auch bis Mitte Februar, es ist ja eh eine symbolische Geschichte. Ja. Also im Endeffekt wird die Bundesregierung es noch eh nicht herholen, weil sie keinen Bock drauf haben und wir sehen ja auch schon, was bisher gemacht wurde. Also der Ausschuss hat ja seit 2 Jahren versucht, rauszukriegen, was eigentlich Snowden vorgeworfen wird in den USA. Das heißt, sie haben ja gesagt, okay, bitte, liebe USA, gebt uns mal irgendwie eine Liste, was wird dem Typen vorgeworfen und wie haben wir dann zum Beispiel damit zu rechnen, dass irgendwie am Flughafen irgendwie die Amis stehen und den einfach irgendwie mitnehmen und sagen, hier Auslieferungsersuchen, bla bla bla. Und dann kam ja dann irgendwie überraschenderweise ungefähr zur selben Zeit, als so diese ganze Entscheidung kam, dass sie ihn eben einladen müssen, kam ja ein Schreiben von der Bundesregierung an den Ausschussvorsitzenden Patrick Sensburg, wo drinne stand, naja, wir haben jetzt hier eine Antwort von den USA gekriegt nach so 1,5 Jahren, aber wir dürfen euch leider nicht sagen, was drin steht. So. Und das ist halt irgendwie, das ist halt eine Farce. Von daher, es hat höchstens noch symbolischen Wert, aber im Endeffekt, es wird halt eh nicht passieren. Dessen sind sie sich, glaube ich, auch ziemlich sicher. Genau. Das, ja, vielleicht, Felix. Gerade ist ja nochmal gefallen, du hast gesagt, der Ausschuss geht noch bis Mitte Februar. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es sind noch 4 öffentliche Sitzungen. Die letzte am 16. Februar kommt rum. Es wird voll. Frau Merkel erwarten wir. Genau, als letzte Zeuge, nachdem man alle ihre ehemaligen Mitarbeiter, Kanzleramtsminister in ihrer Amtszeit schon gehört hatte. Zum Beispiel auch Frank-Walter Steinmeier, nicht als Außenminister gehört dieses Jahr, sondern als ehemaliger Kanzleramtsminister in ihrem Kanzleramt. Und war unter ihr, ne? Unter Merkel 1. Ja. Genau, erste 2005 bis Periode.
Der Ausschuss ist aber dann noch nicht fertig, die schreiben dann die Berichte und ich habe erst kürzlich im Vorgespräch bei den Grünen von Hans-Christian Ströbele gelernt, dass der Ausschuss jederzeit die Zeugenvernehmungen wieder aufnehmen kann. Also da könnte man irgendwie noch was reißen, aber offiziell nur noch 4 Termine. Also das Ding ist dann auch leider gegessen und noch so viel unaufgeklärt und auf dem Tisch. Ja, krass eigentlich so. Das wollte ich nur noch mal. Also einer, den wir auch noch sehen werden im Januar, das ist dann auch der Snowden, Herr... Snowden, richtig? Ja, das schön wär's. Das ist dann auch wieder der Herr Profalla. Also wenn ihr den mal sehen möchtet, live im Ausschuss, ihr könnt noch hingehen. Und also wir suchen noch den Kalender von Herr Profalla, falls der irgendwo auftauchen sollte. Der Ausschuss ist sehr dran interessiert. Da stehen wichtige Sachen. Ja. Der ist verschwunden im Kanzleramt. Ja. Genau, also was so ein Kanzleramtsminister in seiner Amtszeit gemacht hat, das ist dann wenige Jahre später nicht mehr nachlesbar in irgendeinem Kalender. Datenschutz. Wo haben wir den denn hingeschickt? Datenschutz. Ja, Datenschutz. Verdammt. Mist. In Anbetracht der Zeit, also wir haben eben schon reingezeigt bekommen, wir haben noch 15 Minuten. Wir wollten, also wir sind mit dem Jahresrückblick erstmal durch. So, das waren sozusagen, wie gesagt, die ohne Vollständigkeit so die wichtigsten Punkte aus unserer Sicht. Wir haben jetzt noch das Quiz und wir wollten auch Fragen aus dem Publikum eigentlich noch aufnehmen. Ich würde sagen, gibt es jetzt hier konkret irgendwie Fragen? Dann würden wir mal ein oder zwei hören und dann mal mit dem Quiz weitermachen, weil wir sind ja auch noch hier auf dem Kongress, wir sind ja auch hier nach noch vor Ort und ihr könnt uns auch so im kleinen Kreis Fragen stellen. Ihr müsst auch nicht sagen, von welchem Dienst ihr kommt. Aber gibt es jetzt irgendwie Fragen? Da ist eine Frage. Sehr schön. Unser Herr mit Mikrofon. Der Mikrofonengel kommt auch. Das Teutelbier. Ja, wir müssen auch dann diesen Whisky trinken, ne? Also ja, das mit den Hörern, mit den Hörern. Also den Whisky haben wir noch, ne? Den gibt's. Kommen wir lassen wir einfach die Frage hören und dann gucken wir. Genau. Wir haben auch so kleine Shotgläser. Wir müssen jetzt nicht alle an der gleichen Flasche. Ihr hattet ja zu den Selektoren gesagt, also den abgelehnten Selektoren, dass manche aus Hashen bestehen. Wie lehne ich denn einen Hash ab? Ja, die haben dann irgendwann beschlossen, dass sie alles ablehnen, was sie nicht lesen können. Also das kann man irgendwann raus. So, eigentlich müsst ihr die ja prüfen. Naja, wenn ihr die schon nicht prüft, müsst ihr sie wenigstens prüfen können. Und wenn ihr selbst das nicht könnt, dann solltet ihr die vielleicht einfach mal lassen. Also das ist irgendwie so die Erklärung. Und man fragt sich halt irgendwie, was machen sie mit diesem Hashwert? Meine Vermutung, meine persönliche, die auch jetzt ein Zeuge in der letzten Sitzung irgendwie geäußert hat, aber das war auch mehr eine Vermutung, der wusste das auch nicht so genau und es klang auch einigermaßen glaubwürdig, dass er das nicht genau weiß, war halt, dass sie nach Dateien suchen, die so übers Internet gehen. Ist auch so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil was willst du sonst mit einem Hashwert machen? Also, wenn mir das jemand erklären kann, wäre es schön, aber so Telefonnummern hashen ist halt ein bisschen sinnlos, ne? Also kann man machen, muss man aber nicht. Vorne ist noch eine Frage. Ja. Hi, Diani. Vielen Dank nochmal. Ein Vergnügen mit euch auf die Tribüne und sonst wo. Weniger eine Frage, sonst wie mein Kommentar. Vielleicht wenig bekannt. Diese Reporters Without Borders, Nico Herting, Teilerfolg kam letztendlich aus dieser WikiLeaks NSA-Untersuchungsausschuss-Dump. Es wurde sehr kritisiert, aber wie gesagt, das ist einfach nur full pristine Docs und vielleicht steckt noch mehr da drin, wollte ich nur dazu sagen. Fand ich das sehr interessant. Na, das kann auch uns weiterhelfen und es ist eine kollektive Erfahrung, ist, dass wir da wühlen, weiter wühlen und weiter so. Vielen Dank. Dankeschön. Ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen zum Quiz über, damit wir das noch hinkriegen. Wir haben nämlich Preise auch mitgebracht. Preise. Genau, also ihr könnt was gewinnen. Wir haben 5 Fragen und 5 Preise. Wir können mal kurz... Oder, ja, stellen wir jetzt irgendwie Preise vor. Können wir mal kurz die Preise hochhalten. Motivation. Genau. Genau, also Felix hat hier direkt einen ganz tollen Preis. Also ein Fanshirt, damit ihr so fast so aussieht wie wir. Streng limitiert, nämlich auf ein Fanshirt. Nur dieses eine Fanshirt. Ich dachte, ich kann bis heute noch irgendwie den Spreadshirt-T-Shirt-Shop freischalten. Die haben geschrieben, die prüfen jetzt, das ist ein automatischer Reply, das Design auf ethische irgendwas Korrektheit ist noch nicht freigeschaltet. Also demnächst auch, wer vielleicht möchte, das Shirt-Design zum selber klicken im Fanshop. Mehr auf unserer Webseite später. Genau. Dann haben wir hier einmal so eine Tasche, wo man sein Smartphone oder andere elektronische Geräte reinmachen kann, die sozusagen das Prinzip des Faradayschen Käfigs hat. Also da ist so Metallgewebe eingearbeitet und die eure Strahlen funktionieren da nicht mehr. Also das Handy kann nicht mehr Kontakt zu einem Funkturm aufnehmen oder zu WLAN-Stationen. Genau, das. Dann haben wir hier so ein
Kugelschreiber, da war Felix, wo warst du da? Ich war im International Spy Museum in Washington DC dieses Jahr und da gab es einen fancy Kugelschreiber mit... Zeig mal, wie der leuchtet. Der leuchtet, genau, der kann leuchten. Leuchten. Yes. Laser. Auf der anderen Seite sein Tablet oder sein Touchscreen mit bedienen. Yes. Falls ein Tracking-Device drin ist, ja, dann... Spoilern wir das jetzt mal an die NSA. Künftig ist das nicht mehr Felix, der damit unterwegs ist, sondern irgendjemand von euch. Wenn überhaupt, immer in der Tasche, ne? Genau. Ja. Ich war, habe auch was aus dem Urlaub mitgebracht. Und zwar war ich letztes Jahr im Sommer in Fort Meade in den USA und bei dem NSA-Museum. Und da habe ich dieses tolle Malbuch mitgebracht. Da wird also schon den Kindern Crypto-Kids beigebracht, Handbook, wie man hier verschlüsselt und wie man, was die NSA für ein toller Arbeitgeber ist. Gibt's auch. Und kann ich auch bei dem Quiz mitmachen? Nein, nicht, aber ja, vielleicht gibt es da irgendeinen Hörer, der mal in Washington ist und dann Dinge aus dem Museum mitbringen möchte. Genau, wir machen damit Stellung auf. Genau. Und als letzten Preis gibt es hier drei Plakate mit den Kneterzeugungen von Stella. Stella. Im NSA-Untersuchungsausschuss. Genau. Unter anderem Schindler. Ja. Wir sind die Guten. Genau, die Plakate gibt es auch unten vor der Garderobe zu sehen. Genau, und die sind in Kooperation mit Digital Courage entstanden. Das heißt, hinten vor der Halle G gibt es die auch käuflich zu erwerben, falls sie jetzt nicht gewinnt. Wollen wir mit der ersten Frage loslegen? Sehr gerne. Und zwar, wem fallen denn drei BND-Operationen ein, die im Ausschuss mal erwähnt worden sind? Also einfach melden und dann... kommt der Herr mit dem Mikrofon zuerst hier. Also ich würde mal ein bisschen unterstützen. Wir dürfen ja nicht drüber sprechen, aber mir fällt da GLO ein. Ich glaube, da sind schon Menschen, denen fallen noch welche ein. Bestimmt. So, wer kriegt denn drei, vielleicht noch zwei zusammen? Ja. Die erste Reihe schon wieder, die Streber. Genau. Ihr seid regelmäßig da. Ja, vielleicht darf die erste Reihe trotzdem was gewinnen. Ja. So. Also Monkey-Schulter habe ich schon mal gehört. Psst, darf man nicht sagen. Glo-Punkt-Punkt-Punkt möchte ich auflösen. So Glo-Teig. Und Iconal. Ah. Ja. Zugriff. Das ist richtig. So, ich glaube... Wir haben das Malbuch, dann könntest du das mit Anna in die Redaktion nehmen und da könnt ihr zusammen ausmalen. Du musst das Malbuch nehmen, weil Anna das will. Ansonsten gibt es freie Preisauswahl hier. Wenn ich mir was aussuchen kann, gerne das Malbuch. Dann gibt es dieses Malbuch. Ganz genau, komm einfach noch. Bleibt in der Familie, sehr schön. So, super. Dann gibt es einen Tweet von einem Ausschussmitglied, der während der Verhandlungen getwittert wurde. Wer könnte den getwittert haben? Ich lese mal einmal oder schließe vor. Soll ich kurz vorlesen? Also klare Sachverständigenaussagen im NSA-UA. Kooperation von Nachrichtendiensten gesetzmäßig und nötig. Kein Ringtausch, keine Massenüberwachung. Alles Paletti anscheinend. Kam von der Regierungspartei. Simon. Ex-Mitarbeiter von Netzpolitik.org. Nee, nicht Ex-Mitarbeiter. Mitarbeiter jetzt wieder? Oh, du bist wieder ein Paktino. Jetzt habe ich Angst, ob meine Antwort falsch ist. Dein Job steht auf dem Spiel. Ja. Vielleicht möchte ich doch nicht mehr. Doch, Simon. Ich hätte gedacht, es wäre Schimpanski gewesen. Schimpanski, aber hallo. Sehr schön. Ja, korrekt. Das ist richtig. CDU-Abgeordneter, der im Ausschuss immer wieder mit interessanten Tweets und Aussagen. Ja. Für also wir haben noch Shirt, Stift und Tasche. Und Plakate. Und Plakat. Oh, auch gut. Dann hätte ich gerne ein Shirt. Ach, super. Das ist in der L. Wir haben nur die L. Simon, bitteschön. So, kommen wir zu Frage 3. Diese Person war sich relativ sicher. Wer setzte denn das Gerücht in die Welt, dass Snowden ein russischer Geheimagent ist? Wir sehen hier nicht viel, oder? Da hinten keine... Ja, ich bin ganz auch gerade. Guck mal da, an der Säule gibt es jemanden. Ich glaube, das lief sogar an der Tagesschau damals. Ganz hinten. War das nicht Herr Maas? Naja, was macht denn der Justiz? Genau, was macht denn der Herr Maas, den du da erwähnt hast? Ist unser Justizminister? Ja, aber ja, nee. Also doch, aber er falsche. Der falsche. Das können wir, glaube ich, nicht gelten lassen. Nee, es ist nah dran, ist nah so viel dran. Kann man, glaube ich, sagen. Weil der Justiz da hinten im Mittelgang winkt jemand. Gerade erkannt. Nochmal winken, nochmal Hand hoch. Ja, genau. Schön.
Ja, Marcen war das. Exakt. Ja, da müssen wir auf den kleinen, feinen Unterschied. Genau, der macht also Hans-Georg Marcen, Natalia Wörner kennt den Bundesamt für Verfassungsschutz. Ja, die Bildzeitung hat mitgeholfen. Ne? Also da gibt es so einen Bildzeitung-Redakteur, der hat da ziemlich viel drüber geschrieben, das noch ein bisschen ergänzen soll. Also jetzt reichelt es aber hier. Also er hat gesagt, aber nicht im Ausschuss. Ne? Das ist also aus dem Netzpolitik-Blog. Wir haben keine Belege, dass Snowden russischer Agent ist, aber es kann aus Erfahrung der Spionageabwehr naheliegend sein. Er hat dann auch noch im weiteren Verlauf, also er hat schon eindeutig gesagt, dass das so seine Vermutung ist. Habt ihr Snowdens Antwort? Ja, und während wir noch drinnen sitzen, kommt ein Feedback aus Russland. Der erste Tweet auf Deutsch von Snowden, ob Marcen Agent des SVR oder FSB ist, kann derzeit nicht belegt werden. Genau, also du hast einen Preis verdient. Was möchtest du denn? Wir haben noch Poster, Stift und Strahlenschutztasche. Ich nehme die überwachungssichere Tasche. Dann. Sehr schön. Kann die einmal nach hinten gebracht werden. Oder so. Perfekt, Glückwunsch. So, der Dann. Zeit... Fünf Minuten. Oh, das. Ja, der Drink ist ja auch vorbei. Also fast, also genau. Bei mehreren. Dann kommt noch die Monkey Show. Richtig. Wie viele Beanstandungen hat die BFDI in ihrem Prüfbericht der BND-Außenstelle Bad Aibling ausgesprochen? Habt ihr da eine Idee? Das ging schnell. Die erste Hand. Genau. Das müssen 18 bis 21 gewesen sein. Nein. Auch nicht. Anna hat es heute schon genannt und im Vortrag gestern auch. Richtig. Sehr gut. 12 ist richtig. Ja, dann darfst du zwischen Stift und Postern wählen. Die Poster. Oh. Niemand will. Danke, dass du die nicht zum Schluss. Möchtest du die einfach holen? Nein, nehme ich mal. Ich hätte das mit dem Tracking-Device da nicht erwähnen sollen. Den Stift will keiner. Da musst du den mitnehmen, Daniel. Das muss der mit der Tasche. Ach nee, jetzt noch gewinnen. Die haben mich eh. So, wie heißt. Fantastisch. Wie heißt denn der unumstritten vertrauenswürdige Sonderermittler, der im Sommer 2015 von der Bundesregierung zur Prüfung der abgelegten NSA-Selektoren eingesetzt, noch bevor die Frage bis zu Ende gestellt ist? An der Säule? Ich sehe nichts. Graulich. Das ist Licht. Ah. Mr. Graulich. Weißt du den Vornamen? Leider nein. Okay, aber braucht man für die Batterie zum Stift. Ist Kurt. Genau, wir haben hier die möglichen Antworten, aber Kurt Graulich ist Richter. Ist richtig, er ist Richter am Verwaltungsgericht AD und die Antwort ist richtig. Dann kriegst du damit diesen Stift. Ich weiß nicht, ob du den abholen möchtest oder. Soll ich ihn? Oder, genau, machen wir das. Hol einfach ab nachher zum kurzen Trinken. Leg den mal hier. Ja, hier ist er. Ah, da bist du schon. Prima, dann danke euch fürs Mitmachen. Das war unser Quiz auf jeden Fall. Das war das Quiz an dieser Stelle. Wer sich wundert, wie wir so schnell in Kongress-Style mal eben so eine Folie hinbekommen haben. Es gibt, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben einen ganz kurzen Draht zur Designerin der Identity vom 33C3. Das hat nämlich auch die Stella gemacht. Dankeschön. Das Gesicht zum Kongress-Design. Genau. Ja, das Radom war zufällig, hatte ich schon zur Hand, weil es es wurde angefragt von Frau Biselli. Genau. Ja, ansonsten. Zusammen mit. Die Wunschliste war wirklich. Kommt die war so Drohne. Schön. Ja, von Anna. Wunschliste liegen. Ja, die liegen. Das war echt schön. Du, Stella, ich bräuchte für die Eröffnungsrede so ein paar Piktogramme, also ein Radom. Ein Haufen Scheiße und Trump-Haare. Und ich dachte immer, was macht sie damit? Was sind Trump-Haare? Ja, das war eigentlich das schnellste Icon. Pinsel ein bisschen trocken machen, dann so fertig. Das war echt easy. Ja, du sagst ja auch, das hast du alles dann selber mit Pinsel genau, auch also gemacht, mit ne? Pinsel und Farbe. Ich sag jetzt nochmal Gouache-Farbe. Es ist einfach nur hochpigmentierte, wasserlösliche Farbe. Fotografiert, vektorisiert. Also das ist jetzt hier kein Pinsel, Brush, Tool, bla bla, sondern richtig das auf Handarbeit. Papier. So. Handarbeit. Aber was ich zu den Knetfiguren noch fragen wollte, machst du die auch irgendwann nochmal in Marzipan? Das war mal so richtig in den Kopf abbeißen, ne? Boah, die sind und bleiben ungenießbar. Du auch in, glaub nicht, kannst du nicht essen. Kann man dann doch noch. Aber vielleicht, das wäre so toll. Hier gibt es doch so viele 3D-Scanner und Drucker. Es gibt da unten die kleinen Figürchen. Vielleicht können wir dann einen coolen Draht hinkriegen, einfach die Figuren. Was. So ein kleines Büßchen. Ein Schulfreund, der jetzt in so einer Schokoladenmanufaktur arbeitet. Vielleicht kann man da Kontakte herstellen. Wir machen da so eine Sonderedition. Die gießende Form, ne? Also dann kann man das einfach so. Schindler, die zarteste Versuchung, seit es Überwachung gibt.
Ja, ja, dann würde ich sagen, recht schönen Dank. Wer mehr davon möchte, unbedingt noch den Talk pluggen. Saal, Tag 2, Saal 1, 17.30, also gestern. 15 oder 17.15, ja, war das. 17.15 Uhr. Kann ich schon jetzt als Aufzeichnung. Genau, gibt es als Aufzeichnung den Talk von Anna Bistelli und André Meister zu 3 Jahren Ausschuss. Sehr guter Talk. Zieht es euch rein, wer es noch nicht getan hat. Und dann natürlich noch die... Morgen noch um 14.30 Uhr Klaus Landefelde zur Klage vom D6. Landefeld, Frankfurt, oder? Erzählung aus dem virtuellen Ausland. Stimmt. Ja, klingt so, viel besser. Ja. Und auch schon vergangen, aber immer noch sehenswert als Aufzeichnung natürlich die szenische Lesung, wo unter anderem auch... Felix und Anna mitgewirkt haben, die war am Tag 1 um 0 Tag Uhr. Tag 1, Saal 1. Also gibt es auch als Aufzeichnung. Verlinken wir auch nochmal alles in den Shownotes. Und heute dazugekommen, ab 23.30 Uhr, wer sich mit dem Drohnenthema nochmal befassen will, der Film National Bird, in dem es um die Drohnen-Whistleblower geht, die aus dem Drohnenprogramm die Informationen rausgegeben haben, das im NSA-Ausschuss ja auch immer wieder mal Thema ist und wo man aber auch nicht so richtig zur Potte und zur Rande kommt, weil eben die wesentlichen Bestätigungen immer wieder ausbleiben und ja, man sich da querstellt und einfach sagt so, können wir nicht belegen, wissen wir nicht und ach ja, wie Technik und Handyortung, das geht doch. Oh. Ne? Also das kann ich nur empfehlen. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich freue mich drauf heute Abend. Sehr schön. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Null. Dankeschön. Danke für die ewige Hörertreue. Kommt vor. Genau, alle, die wollen, bekommen hier noch ein Whisky. Genau. Also 40 Leute ungefähr, ne? Also mehr ist dann... Ja, das sind 40 Stück. Ja. Und ja, Dankeschön.